Hey Leute, willkommen zurück zu SteamWorld Quest. Wir starten in einen neuen Akt und zwar der teuflischen Armee auf den Fersen. Dann gucken wir doch mal. Und ganz kurz nebenbei, wenn irgendwer was schreibt im Kommentar und ich sollte mal auf dies oder das achten. Ich nehme hier ein bisschen im Voraus auf. Nicht so weit, aber ein bisschen. Deswegen wird das immer, gibt es eine gewisse Reaktionszeit. Ich sag's mal so. Gut. Chapter 4. In pursuit of an evil army. Kapitel 4, Akt 4, der Ladebildschirm. Seht euch die Spuren an, sie müssen hier lang gegangen sein. Da werden bestimmt mal irgendwelche Leute oder Roboter oder was auch immer lang gegangen sein. Er ist da hinten fleißig am Üben. Cool, dann können wir direkt auch hier wieder speichern, dann machen wir das auch. Und ich habe hier noch relativ weit vorne so einen Speicherpunkt für später. Bei dir können wir wieder shoppen gehen. Reparaturfiolen. Ah ja, würde ich vielleicht schon gerne kaufen. Machen wir mal 5 draus. Auch wenn die nur 25% heilen, aber das ist besser als gar nichts. Sicherheitsbüchlein. Oh, Hydrohandschuhe, gezacktes Breitschwert. Uiuiui. Die würde ich ja direkt alle schon gerne kaufen. Und wir haben auch eine Menge Schmuckstücke zur Auswahl. Ist jetzt die Frage, Karten herstellen oder was anderes machen? In die Schlacht erhöht die Verstärke aller Verbündeten. Hinrichten. Die Karten, die wir bisher haben, finde ich eigentlich soweit noch recht okay. Wir können auf jeden Fall hier schon eine Menge mehr machen. Kalte Füße. Ich glaube, Tüftler. Ah, das ist ein random zufälliger Effekt. Also ganz ehrlich, dann Wartung. Halt einen Verbündeten und entfernt die Effekte Giftblutung und Verbrennung. Das könnte, glaube ich, noch sehr nützlich werden. Aber wir kaufen jetzt erstmal. Ich will auch nicht so viel Zeit hier verplempern. Das Sicherheitsbüchlein. Ja. Hydro-Handschuhe. Und das gezackte Breitschwert. Alles klar. Können wir direkt Sachen auch verkaufen. Ja gut, das Zeug werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Und jetzt können wir auch noch Karten herstellen. Die Frage ist halt, was? Die Stärke aller Verbündeten erhöhen. Ja, weiß ich nicht. Flammenpeitsche. Wie gesagt, die Sache hier mit der Wartung wäre ganz cool. Aber ich glaube, für den Moment würde ich erstmal sagen, dass wir hier warten. Und ich muss erstmal schauen, was es denn hier so gibt. So. Und du hattest ja auch hier noch Spalten. Beziehungsweise, was können wir denn hier noch so nehmen? Abfangmanöver. Schilde hoch. Ich glaube, wir bleiben erstmal. Wir bleiben erstmal dabei. Erstmal gucken, wie es weitergeht. Beziehungsweise, ich kann das hier unten noch kaputt hauen, ne? Lohnt sich eigentlich nicht so wirklich, auch wenn ich es nicht mitnehme, ganz ehrlich. Auf die 7 Gold. Die können mir dann auch egal sein. So, einmal Fokus. Einmal Schlachtruf ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und einmal Heldenmut. Okay, gut. Was machen wir? Was machen wir? Damit würden wir schon ganz gut Schaden machen.
der anderen Seite eisige Kälte wäre halt auch noch so ein Ding, wo ich mir dann denke, wir müssen mal ganz kurz gucken hier. Immunität gegen Feuer höher, gegen Magie niedriger. Also Feuer werde ich dann wohl nicht benutzen. Aber eisige Kälte wäre, glaube ich, ganz okay. Die haben jetzt auch schon bis zu 250 Leben. Du kriegst mal eine Mana-Barriere und dann haben wir hier nochmal... Nehmen wir einen Heldenhieb. So. Dass ich das ein bisschen überlegter hier angehe und auch dann gucke, ob ich wirklich Dampfkraft benutzen will oder nicht. Du hast nicht mehr so viel Leben. Das ist ein bisschen blöd, ne? Weil die Karte liegt da immer drüber über den, wie viel Leben er da jetzt genau hat. 100 irgendwas. Nehmen wir... Und das wird noch nicht reichen. Abrissbirne. Wäre jetzt für dich auch nicht unbedingt so das Wahre. Machen wir das einfach mal so. Dann nehmen wir das noch und... Dampfhaus bei dir. Dann bist du nämlich schon mal raus. Die haben alle schon ein bisschen Leben verloren, aber das ist, glaube ich, soweit erstmal noch okay. Gut, Feuer wollte ich ja nicht unbedingt nehmen. Ansonsten haben wir hier eine Dampfhaus. Dann haben wir hier auch noch eine Abrissbirne. Beziehungsweise... Nee, das machen wir anders. Wir nehmen Spalten. Dann müssen wir dich eigentlich erledigen können. Genau. Dann kriegst du auch noch Schaden. So. Dampffaust. Bücherhieb. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt Feuersäule. Ist eh nur noch einer da. Dann ist es jetzt auch nicht so wichtig. Macht aber trotzdem noch ganz okay Schaden. So, Dampffaust. Blicken könnte man halt auch schon wieder nehmen. Die Sache ist halt, wenn ich jetzt nochmal warte... Ja, nehmen wir das. Kannst du dich nochmal heilen. Dann kriegst du halt auf die Nase. Das ist halt ein bisschen blöd. Abfangmanöver. Oh, schon fast Level 10. Was ist denn mit euch los? Gut, dann gucken wir mal wieder. Tomba. 320 Leben, Stärke, Magie. Abwehr schlecht gegen Frost. Das klingt doch erstmal ganz vielversprechend. So, wir nehmen erstmal Fokus. Wir nehmen hier eine Mana-Barriere, weil du schon ein bisschen auf die Nase bekommen hast. Und ich glaube... Auch einmal flicken. Die können ihre Verteidigung erhöhen. Heldenhieb. Jetzt ist die Frage, sollte ich die in dem Fall schon mit sowas wie Feuersäule dann angreifen oder nicht? Ich probiere das jetzt mal. Mal gucken. Aber die kriegen halt ein bisschen weniger Schaden. Obwohl, Feuer haut echt gut rein bei denen. Mana-Barriere würde ich jetzt mir erstmal schenken. Nehmen wir noch das und hier eine Feuersäule. Gut, dann seid ihr auch so gut wie erledigt. Nehmen wir einmal eisige Kälte. Du kriegst jetzt hier nochmal eine Mana-Barriere und dann nochmal einen Heldenhieb hinterher. Ah, mit sowas habe ich schon gerechnet. Verdammt. Hat auf jeden Fall nochmal gut Schaden gemacht. Ich muss also auf jeden Fall dann das so machen, dass ich direkt auf die drauf gehe und gar nicht so viele in Verteidigung packe, sondern direkt... Voll drauf.
So, die haben alle relativ wenig Leben. Jetzt ist die Frage, wir könnten, ja, wir könnten zurückgehen, aber ich könnte halt auch hier einmal Heilung nehmen. Da kriegst Heilung, da kriegst Heilung. Weil dann spawnen auch die Gegner wieder, das ist das Problem. Sowas mit dir. Hallo? Madame Sinope. Ja, mein Kind? Brauchst du Hilfe, um aus dem Fass herauszukommen? Genau wie König Algiron den Planeten vom Kern aus zusammenhält, so halte ich unsere Gesellschaft von diesem Fass aus zusammen. Den Spruch muss ich mir merken. Das werte ich mal als Nein. Hm, du hast ja nicht zufällig vor kurzem eine Armee vorbeimarschieren sehen, oder? Das habe ich sehr wohl. Sie waren ziemlich ungehobelt, aber wenigstens hatten sie den Anstand, mich umzudrehen. Versteht ihr, genau wie das Schicksal bin ich steten Wendungen unterworfen, aber wenn ich längere Zeit kopfüber hänge, bekomme ich Kopfschmerzen. Ach. Red weiter. Gut. Das scheint dann ja schon der richtige Weg zu sein. Deswegen würde ich fast sagen, wir gehen dann nochmal zurück und dann da hoch. Müssen wir halt nochmal zurücklaufen, aber was soll's. So. Toll, dann hätte ich hier theoretisch auch nochmal speichern können. Egal. Oh, hallo. So, dann gucken wir mal wieder. Korsar. 730 Leben, Stärke von 40. Schwach gegen Magie. Okay. Ich würde ja gerne schon mal die Stärke reduzieren. Und du kriegst eine Mana-Barriere. Dann haben wir hier noch ein Abfangmanöver. So, dann haben wir auch Fokus. Heldenmut können wir theoretisch auch nehmen. Und dann Blicken würde ich direkt auch vorsichtshalber schon mal nehmen. Mit einem Schlag. Und er macht schon weniger Schaden durch den Debuff. Also das ist schon nicht so verkehrt. Gut, Dampffaust und Feuersäule ist jetzt... Ja gut, können wir nehmen oder ich... Oder ich spare mir das jetzt erstmal. Ich glaube, wir machen das erstmal so. Ah gut, ich habe sie ja auch gebufft. Von daher hätte ich das wahrscheinlich dann doch lieber nehmen sollen. Okay, Schilde hoch. Du kriegst direkt Schilde hoch. Spalten haben wir hier. Nehmen wir. Und einmal einen Heldenhieb. Damage. Gut, was haben wir jetzt hier? Gigatonnenschlag wäre halt auch okay. Dampffaust, eisige Kälte und einmal Feuersäule. Und dann gucken wir mal, wie das reinhaut. Hat nicht ganz gereicht, schade. Na gut, aber er hat jetzt eh nichts gemacht. Von daher ist das nicht so wild. Gab wieder ein paar Sachen. Hier haben wir dann auch eine Kiste. Beziehungsweise zwei. Und Entschrottungskit gefunden. Und was haben wir hier? Wasserpistole. Fügt einem Gegner 150% Magieschaden, Frostschaden zu und verringert seine Frost- und Sturmabwehr 3 Runden lang um einen Rang. Hui, das ist natürlich auch interessant, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das mit Magie machen soll. Das kommt dann auch wieder auf das Gebiet an, ob ich dann eher, ja, auf zum Beispiel Feuer gehe oder Frost. Ich werde jetzt hier trotzdem mal speichern. Weil ich will jetzt nicht die ganzen Heilungen ständig nehmen. Und wir können mal kurz gucken. Aber wenn wir das hier schon kriegen, dann wird es wahrscheinlich auch ganz nett sein. Wobei, du könntest das nehmen. Also, würde ich sagen, Flicken würde ich, glaube ich, echt drin lassen. Auch zweimal. Dampffaust schmeißen wir mal raus. Wasserpistole nehmen wir dann mit. Ach nee, Flicken ist nur einmal drin, aber kostet zwei. Ich sehe das immer falsch. Rechts ist die Anzahl.
Gut, das ist halt schon alles teuer. Ob ich jetzt Gigatonschlag finde ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht so toll. Ich hätte lieber noch mal irgendwie was anderes. Vielleicht noch mal Schilde hoch. Ich nehme noch mal Schilde hoch mit. Gut, dann müssen wir erstmal so gucken. Gut, Mana-Barriere nimmst du, Schilde hoch nimmst du, eisige Kälte haben wir jetzt hier und tapferer Schlag. Ich nehme erstmal tapferer Schlag und wir müssen die ollen Käfer ausschalten. Gut, Fokus haben wir. Dampffaust und eine eisige Kälte. Ja, ich glaube, das mit der Wasserpistole war echt eine gute Idee. So, Heldenhieb. Abhangmanöver, Feuersäule. Nehmen wir Abhangmanöver. Und dann belassen wir es dabei. Ach, hat noch nicht ganz gereicht, verdammt. Na gut, aber dann nehmen wir jetzt hier Dampffaust, dann bist du raus. Schilde hoch. Kriegst du. Abrissbirne würde ich jetzt mal nehmen. Hat nicht ganz gereicht. Verdammt. Aua. Wow. Okay. Das war jetzt ein bisschen bescheiden. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich müsste eigentlich... Du nimmst mal Heldenmut. Dann haben wir hier Feuersäule. Du hast zu viel Leben, Kollege. Muss ich jetzt doch Heilung nehmen. Verdammt. Ich weiß es gerade nicht. Sind die nach dem Kampf alle wiederbelebt? Oder halt nicht? So, dann kriegst du den auch noch. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Heldenmut. Und ich sag noch, ich muss die als erstes ausschalten. So. Ein Heldenhieb. Dampffaust, Wasserpistole. Dann kann ich ja gleich schon wieder zurücklaufen. Heldenhieb, Feuersäule, Feuersäule. Dann probieren wir es jetzt so. Das war jetzt echt ein bisschen bitter. Na gut. Dann speichern wir hier. Und ich würde sagen, vielleicht farm ich noch mal so ein paar Gegner, um ein, zwei Level-Ups zu kriegen. Da machen wir nächstes Mal weiter. Wir sind jetzt leider nicht so weit gekommen. Nicht so richtig. Aber nun gut. Haben wir noch mehr vor uns. Ist doch auch eine ganz nette Sache. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.